Also wir sind heute hier, um euch kurz zu erzählen, was wir für die Bits und Bäume-Konferenz planen, die am 30. September und 1. und 2. Oktober dieses Jahr stattfindet. Und das ist so ein bisschen der Fahrplan für heute. Wir gehen von Ideen, Kernfragen, Zielen zu den Forderungen und wie ihr auch mitmachen könnt. Und ich bin Lena, ich bin vom Bits und Bäume Konferenzbüro und habe globale politische Ökonomie und Entwicklung studiert und mich viel im Studium mit Plattformökonomie auseinandergesetzt. Komme so ein bisschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und freue mich jetzt, den Link von Theorie zur Praxis zu machen. Ich bin Lea, ich bin wohne seit 10 Jahren in Berlin und war in verschiedenen aktivistischen Kontexten unterwegs. Auch so queerfeministische Sachen viel, aber ich habe eben auch sowohl Informatik als auch Politik im Bachelor studiert und bin über diese Kombination dann auch zur Bits und Bäume-Konferenz gekommen und organisiere die jetzt mit Lena zusammen und mit unserer Kollegin Jasmin, die aber heute leider nicht kommen konnte. Genau. Und den Rainer, den kennt ihr ja wahrscheinlich alle schon. Hallo, mein Name ist Rainer, genau. Ich bin hier fürs Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wir sind auch Teil wir organisieren quasi die Bits und Bäume mit. Ich selber habe einen Hintergrund in Informatik und Philosophie und bin außerdem auch am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Und wir werden euch jetzt ein bisschen was zur Konferenz sagen und zur Bewegung. Ach so, du hast den. Ja, super. Moment. Idee, genau. Dankeschön. Erstmal zur Idee von Bits und Bäume. Was ist das überhaupt? Was wollen wir überhaupt? Naja, die erste Aussage ist No Hacking on a Dead Planet. Also wir alle brauchen saubere Luft. Also selbst wenn wir uns in der Dunkelheit bewegen, muss die Luft noch da sein und natürlich eine intakte Natur. Dabei muss man natürlich beachten, wenn man von Naturschutz spricht, dann ist das natürlich erstens, weil man die Tiere und Pflanzen lieb hat, aber zweitens natürlich auch, weil es unsere eigenen Lebensgrundlagen sind. Das heißt, rein egoistisch müssen wir uns auch genau um die Natur kümmern. Andererseits ist es eben auch klar, dass kein gutes Leben in einer dystopischen Gesellschaft möglich ist. Also es reicht nicht, dass Luft und Wasser sauber sind. Wir wollen auch die passende Gesellschaft dazu haben. Das heißt, wir brauchen auch sowas wie gemeinwohlorientierte oder eine freie, ne? Free Software in dem Sinne, nicht wie Freibier, IT-Landschaft. Und das heißt, wir wollen einfach mit Bits und Bäume die Nachhaltigkeit und die Digitalisierung, ne, Digitalisierung in Anführungsstrichen, weil alle, die hier sitzen, Digitalisierung heißt irgendwas mit Computern, zusammendenken und vor allem genau die Schnittstellen stärken. Und man könnte das so auf den Nenner bringen, Aktivisten der Netz-, Umwelt- und Entwicklungspolitik, lasst uns die Kräfte vereinen, weil wir alle für eine gute, lebenswerte Welt streiten. Genau, und die Kernfragen, die wir uns dieses Jahr bei der Konferenz stellen wollen, ist einmal, wie können wir die Digitalisierung so gestalten, dass sie zu einer nachhaltigen und demokratischen Transformation der Gesellschaft beiträgt und auch zu einer global wirtschaftlich und sozial-ökologisch gerechten Zukunft. Die Idee ist sozusagen zu gucken, was können auch die kritische Tech-Community, also die Bits und die Gerechtigkeits- und Umweltbewegung, also die Bäume, voneinander lernen und wie organisieren wir durch den Austausch mit Zivilgesellschaft als auch Vorreiter, Unternehmen, Wissenschaft und Politik eine bessere Digitalisierung und wie können wir auch politisch gemeinsam wirken. Und die Idee dahinter ist ja sozusagen, dass wir Digitalisierung als Beschleunigung von, also so wie sie gerade passiert, als Beschleunigung von den Krisen ökologisch und sozial wahrnehmen und an einem Wendepunkt uns gerade befinden und gemeinsam mit euch zusammen überlegen wollen, wie wir eine andere Digitalisierung gestalten können. Und das ist dann sozusagen die Idee auch von dieser Konferenz, dass diese dezentral entstandenen Communities zusammenkommen, Best-Practice-Beispiele austauschen und aber auch dieses Mal mit gemeinwohlorientierten Unternehmen schauen, wie wir auf der Ebene auch Transformation weiter voranbringen können. Und da gibt es ganz viele Themen, die werden wir auch gleich nochmal anschneiden.
Der Startschuss der Bits und Bäume-Bewegung waren ja die Konferenz 2018 in Berlin. Und da gab es dann auch Forderungen von den damals, ich glaube, 10 Organisationen, gleich kommen wir noch dazu. Und die Forderungen waren so ein bisschen dieses, wir wollen alle irgendwie eine gute, lebenswerte Welt haben, um das so ein bisschen mal einzudampfen und so eine Richtung zu geben und zu sagen, was ist denn das konkret gemeint damit überhaupt? Und deswegen waren so die Kapitel dieser Forderung, könnt ihr euch da hin QR-coden, wenn ihr mögt, erstmal überhaupt eine sozial-ökologische Zielsetzung. Weil, wie wir alle wissen, also Computer sind Werkzeuge und die Frage ist natürlich, wo wollen wir mit den Werkzeugen hin? Alle hier aus der vielleicht Chaos-Familie und nebenbei kennen natürlich sowas wie die Hackerethik, aber das lässt sich jetzt nicht einfach so in Politik umtransformieren. Und deswegen haben wir das so ein bisschen ausformuliert, was das heißen würde, wofür wir eigentlich unsere Rechner einsetzen wollen. Dann kann man natürlich einerseits überlegen, dass man die Art und Weise, wie wir diese Technik gestalten, demokratischer machen und nicht sozusagen nur von großen Tech-Monopolen gestalten lassen, aber andersrum Technologien uns ja auch helfen können, die Gesellschaft insgesamt demokratischer zu machen. Wir hatten da ja mal Ansätze, ne, wie man diskutieren kann oder abstimmen kann oder so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Datenschutz und Kontrolle von Monopolen, da ging es dann eben darum, welche Player es so gibt und wie die eigentlich eingehegt werden müssen. Auch damit wir unsere Hackerei hier machen können, weil da stehen ja meistens dann die Monopole auch entgegen, haben wir ja vorhin auch gehört, wie das auch manchmal rechtlich ausgestaltet ist. Nächste Forderung, Bildung, da ging es einfach darum, dass alles, was quasi so Manuals und so Beschreibungen der Technik selber, dass solche Sachen auch frei und Teil des Bildungskurriculums sein muss. Entwicklungs- und handelspolitische Aspekte, da geht es insbesondere um die, oder ging es um die Nord-Süd-Sichtweise. IT-Sicherheit als sozusagen Grundlage einer digitalen Gesellschaft und zum Schluss Langlebigkeit von Software und Hardware. Die Idee da war da einfach sowas wie Open Source bis hin zu Reparierbarkeit und Repair-Cafés, das sozusagen in eine Form zu gießen und das zu fordern politisch als ja die Bewegung. Ach genau. Und das Interessante dabei ist natürlich, welche Player sind damit dabei? Dass jetzt alle hier im Raum irgendwie IT-Sicherheit gut finden und Hackback doof finden, das liegt irgendwie nah. Wir sind quasi die, die irgendwie Ahnung haben davon. Aber ich glaube, nicht alle im Raum und ich auch nicht hatten Fragen von Nord-Süd-Gerechtigkeit, also globaler Gerechtigkeit, auch in Digitalfragen. Ne? Wenn ich einen Digitalmarkt frei öffne, dann ist natürlich klar, dass die großen Player zum Beispiel im angloamerikanischen Raum gewinnen und die kleinen Digitalindustrien in zum Beispiel Ländern im globalen Süden dann eben ein Problem haben. Das hatten viele auch aus der Tech-Szene hier nicht so auf dem Schirm. Und es war einfach interessant, dass dann quasi der Chaos Computer Club zusammen mit dem BUND am Tisch sitzt und jetzt, das sind die neuen Organisationen, da sind noch drei hinzugekommen vom letzten Mal, oder die Free Software Foundation Europe zusammen mit German Watch oder Brot für die Welt, die eher so sozusagen aus der Arbeit im globalen Süden bekannt sind. Ich will jetzt nicht alle durchgehen, aber Verdi zum Beispiel ist genau auch dabei oder Konzeptwerk Neue Ökonomie, die wirklich auch sehr aus dem digitalen, aus dem Nachhaltigkeits- und auch so, die machen bis hin zu, wie können Gruppen sich eigentlich organisieren, ohne streng hierarchisch zu sein, wie kommt man in Gruppen zu Entscheidungen, wie kann man Organisationen überhaupt neu denken, ohne in so alte Denkmuster zu fallen. Und ihr könnt euch vorstellen, so anstrengend das manchmal ist, mit dieser Art von komplexen Diversität umzugehen, so fruchtbar ist es am Ende auch, wenn man dann auch auf gemeinsame Nenner kommt und das ist dann ganz großartig und wir sind jetzt noch im Prozess dabei und da gebe ich jetzt mal weiter. Dankeschön. Genau. Und zwar wird die Konferenz hier Anfang Oktober stattfinden und es gibt sozusagen vier Möglichkeiten, wie ihr praktisch irgendwie zu dieser Konferenz finden könnt. Also die einfachste ist, ihr kommt einfach zur Konferenz und seid dort Teilnehmende. Die andere Möglichkeit ist, ihr würdet bei der Konferenz, könntet ihr sozusagen irgendwas beitragen, also keine Ahnung, wir werden da einfach noch Volunteers suchen, die da
Genau, also sozusagen eine Schicht machen, weil sozusagen das wird ja sehr groß werden und ohne dass genau da ein paar Leute mithelfen, kann das einfach nicht funktionieren. Genau, das sind so die wenig Zeitpunkte. Genau, was ihr sozusagen auch machen könnt, ist, dass ihr praktisch dass ihr sozusagen in der Rolle, wie wir jetzt hier gerade, irgendwo bei einem Slot vorne steht und irgendwas Tolles den anderen Menschen berichten wollt. Oder ihr könnt sogar, und das ist sozusagen diese Folie, ihr könnt praktisch auch jetzt dazukommen und mit uns gemeinsam diese Konferenz vorbereiten. Und genau, deswegen erkläre ich kurz, wie die Organisation dieser Konferenz, also wie wir das jetzt organisieren wollen, dass diese Konferenz im Oktober hoffentlich am besten über die Bühne geht. Genau, also es gibt praktisch einmal die Organisation, die Rainer gerade alle vorgestellt hat, die sich das so ein bisschen überlegt haben, wie das Konzept sein soll. Aber eigentlich findet die konkrete Vorbereitung in diesen AGs statt, die dort stehen. Und die sind sozusagen offen für alle, die mitmachen wollen und können auch ziemlich frei entscheiden, was sie eigentlich machen wollen. Genau, es gibt dann sozusagen praktisch einmal im Monat immer so Treffen, wo alle zusammenkommen, alle AGs mit den Organisationen, die es ins Leben gerufen haben. Und da wird sozusagen werden die Entscheidungen getroffen, aber die konkrete Umsetzung sozusagen ist eigentlich schon in den AGs. Also es ist sozusagen, man kann sehr viel partizipativ mitmachen. Genau, und da gibt es sozusagen noch das Konferenzbüro, das sind jetzt wir beide und unsere Kollegin. Wir versuchen einfach nur so ein bisschen die ganzen Sachen miteinander zu koordinieren, damit das genau einfach, damit die einzelnen AGs voneinander wissen, was sie so tun und so. Genau, ich weiß nicht, ob ich alles erwähnt habe, sonst die nächste Folie. Genau, das ist sozusagen der andere Teil, der, wenn ihr sozusagen in eine SprecherInnenrolle treten wollt, dann könnt ihr sozusagen über unseren Call for Participation, der ist auch online auf der Webseite, da könnt ihr sozusagen Themen, also Workshop-Einreichungen machen, also Vorträge halten oder einen Workshop. Das wäre sozusagen ein Programmbeitrag und es gibt aber sozusagen noch zwei weitere Formate. Genau, zu den einzelnen Themen der Programme wird Rainer uns gleich noch mehr erzählen, aber sozusagen es gibt neben so einem Thema, wenn man über ein Thema was erzählen will, gibt es auch noch das Forum und das Format Pitch and Thrive und im Forum, das ist eigentlich so gedacht, das ist einfach so eine große Konferenzfläche, wo praktisch so Sachen ausgestellt werden können, wo man so kreative Formate machen kann, interaktive Sachen, also kann man sich sozusagen völlig frei was aussuchen, also ich werde dann auch ganz nett beleuchtet und also genau, ist einfach so ein Space, wo man so abhängt und sich vernetzen kann, was ja auch der entscheidende Faktor eigentlich bei so einer Konferenz ist. Und genau, da freuen wir uns auf jeden Fall auch über Beiträge, die ihr da sozusagen einreicht. Also genau, wir würden euch dann so einen Tisch stellen und da könnt ihr da irgendwas anbieten, aber ihr könnt natürlich auch völlig andere Formate wählen, genau. Und das Pitch and Thrive, das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob ihr alle irgendwo Lohn arbeiten müsst oder so, aber angenommen, ihr würdet zum Beispiel in einem Startup arbeiten, was irgendein spannendes digitales Produkt hat, dann könnte man dieses, das würde dann sozusagen, kann man vorstellen und dann gibt es eine Jury, die das so ein bisschen auf Nachhaltigkeitskriterien bewertet und genau, da sozusagen treten die dann so ein bisschen gegeneinander an, auf so Nachhaltigkeitskriterien. genau. Und genau, zu den Programmbeiträgen, zu den Vorträgen, also welche Themenschwerpunkte wir da so ein bisschen gesetzt haben, die aber auch nicht in Stein gemeißelt sind, aber sozusagen, was wir so überlegt haben, was cool wäre, dazu erzählt Rainer jetzt noch mal ein bisschen was. Genau, danke schön. Genau, wir haben uns so verschiedene Stränge überlegt, aber ihr könnt auch gerne über die Stränge schlagen. Und der erste ist quasi Ökonomie und Ressourcen. Da geht es quasi darum, wie sozusagen unsere Wirtschaft aktuell so gebaut ist und wie da der Ressourcen-Footprint davon ist und wie sozusagen Wachstum in dem einen noch Wachstum mit dem anderen nach sich zieht und wie man das vielleicht auch anders denken kann. Ja, kann sich auch überlegen, Kreislaufwirtschaft und solche Fragen finden da statt.
die neue soziale Frage oder der New Social Deal, naja, die soziale Frage war ja so Anfang der Industrialisierung so das, der Effekt, wo quasi breite Bevölkerungsschichten dann verarmt sind. Und wir sehen es ja auch, dass jetzt so mit Gig Economy und Automatisierung fallen ja nicht Jobs weg, sie werden nur umtransformiert in schlechter bezahlte. Ja, ne, dann haben die Leute Arbeit, können nicht mehr davon leben. Wie gehen wir damit um? Dann der dritte ist Technikgestaltung, Gestaltungshoheit und Sozialverträglichkeit. Da geht es dann konkreter darum, wie kann so eine Technik, also wie, nach welchen Kriterien wird denn eigentlich Technik gebaut? Was habt denn ihr im Kopf, wenn ihr solche technische Systeme entwerft oder denkt oder hackt, erdenkt? Und wie kann das aussehen, damit das quasi nachhaltigen Zielen zuträglich ist? Oder andersrum, wie kann die Technikgestaltung selber aber auch wieder auf eine Art organisiert werden? Also wenn man sich mal überlegt, dass irgendwie eine USB-Bibliothek von irgendwie einer Person immer am Abend gewartet und gemaintained wird, dann ist das auch nicht nachhaltig und dann können wir vor allem auch keine schlauen digitalen städtischen Lösungen, die ordentlich skalieren, darauf aufbauen, wenn dann diese eine Person mal in Urlaub fährt oder irgendwie vom Bus überfahren wird. Ne? Also bis dahin kann man das, muss man das überlegen. Dann der vierte Punkt, Eigentum, Macht, Markt und Demokratie im Zeitalter des Wissens. Naja, wir alle wissen, wie viel sozusagen die Informationsströme eigentlich bestimmen, was wir so tun, vom Patenten über Urheberrecht bis hin zum, was jetzt so rumgeistert, Web 3.0, alles ist besitzbar und welche Machtverhältnisse drücken sich darin aus, immer auch mit so einem natürlich digital- und Nachhaltigkeitsblickwinkel betrachtet, was ist daran vielleicht eine gute Idee und was ist daran vielleicht eine schlechte Idee, was trägt zu einer Gesellschaft bei, die wir für lebenswert erachten. Dann haben wir die globale Nord-Süd-Frage. Natürlich, da geht es um das Verhältnis bis hin zu, ich sage jetzt mal, digitalen Dekolonialisierungen. Das heißt also, wie können sozusagen Länder oder auch Völker, Gruppen selbstbestimmt und selbstverantwortlich Digitaltechnik verwenden, aber auch in Digitalwirtschaft bestehen und welche Art von Wirtschaft wollen wir überhaupt haben. Und das hat natürlich alles immer was mit Machtfragen zu tun, deswegen Nord-Süd ist ja eine der sozusagen seit Jahrhunderten relevanten Machtverhältnisse, sage ich mal neutraler. Der nächste Punkt, Digitalisierung und Klimaschutz, auch da geht es wieder darum, einerseits, welche Art von IT-Systemen können denn benutzt werden, Stichwort smarte oder intelligente Stromnetze oder sowas in die Richtung. Andererseits, wenn wir überall irgendwie KI einbauen, dann ist uns klar, dass bei dem Training der ganzen künstlichen neuronalen Netzwerke jede Menge Strom und Ressourcen verbraucht werden. Das heißt, wir müssen an jeder Ecke so ein bisschen drauf achten, selbst man könnte sogar in eine Richtung denken, selbst wie könnte eine Webseite oder Apps oder so, wie können die mit weniger Ressourcenverbrauch tatsächlich auch weniger Strom verbrauchen oder so. Und das sind so ganz viele Details, in die man da blicken kann. Smarte neue Öffentlichkeit, Gesellschaft und Demokratie, da geht es im Wesentlichen um sowas wie, ich sag jetzt mal, Content Moderation, Social Networks, auch im breiteren Sinne, ne? Welche Vor- und Nachteile hat Mastodon, wie führt das zu, welche Art von Diskurs führt es, welche großen Netzwerke gibt es da so und was wollen wir da nicht, wollen wir andere Öffentlichkeiten, wollen wir andere Arten Öffentlichkeiten herzustellen, wollen wir zurück zu IRC oder vielleicht doch nicht. Das sind so die Kernfragen, die wir uns da stellen. Und zum Schluss digital nachhaltig transformative Geschäftsmodelle. Wir müssen auf alle Fälle unseren BS-Filter ordentlich justieren, weil natürlich jede Menge Greenwashing und so weiter unterwegs ist. Uns geht es tatsächlich darum, welche Geschäftsmodelle sind tatsächlich langfristig möglich auf einem Planeten, auf dem wir alle noch leben können. Und das geht natürlich bis zu der Frage, wo sind bestimmte Geschäftsmodelle, die eigentlich eine gute Idee sind, aber wo stoßen die dann an die realen rechtlichen Grenzen? Ne? Wir wollen uns natürlich, wir leben hier im Jetzt, aber wir müssen natürlich auch eine Differenz aufmachen und sagen, da muss noch nachgearbeitet werden und deswegen fordern wir ja auch und wollen ja auch einfach politischen Druck aufbauen und das sind so die Stränge. Okay, Dankeschön erstmal. Und jetzt? Ihr seht, wir haben ganz schön viel vor und das geht eben nicht ohne euch. Also ihr seid herzlich eingeladen, einmal weiter zu lesen und weiter zu denken. Von der letzten Konferenz haben wir so ein Buch, was Bits und Bäume verbindet, mit ganz viel spannenden Infos, als auch Videos. Ihr findet auch weitere Informationen auf Twitter und Mastodon. Und natürlich könnt ihr auch aktiv werden. Dafür gibt es ganz viele verschiedene Kanäle,
Wie ihr hier seht, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber unser Hauptkanal ist Matrix. Da nutzen wir gerade ganz viele Räume, um diese AGs zu strukturieren und uns auszutauschen. Und da könnt ihr einfach, falls ihr Lust habt, dazu zu kommen, an bits-bäume.org mit AE eine Mail schreiben und dann können wir euch da einladen. Genau, ja. So viel dazu. Einen letzten Punkt sogar noch. Es gibt ja auch Regionalzweige, also es gibt auch viele dezentrale Bits und Bäume Stammtische und unten, wir machen jetzt quasi die sozusagen die Berliner Bits und Bäume jetzt im Ende September, Oktober nochmal. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt und sagt es auch alle euren FreundInnen, selber eine Bits und Bäume machen, wenn man quasi die Forderungen mitträgt und auch selber die Konferenz entlang dieser Forderungen organisiert. Dann kann man sich auch dieses Label nehmen. Also wir sind da ganz frei, die Materialien sind alle auch unter freien Lizenzen nutzbar und wir versuchen da das, was wir da proklamieren und in der Welt sehen wollen, selber auch umzusetzen. Deswegen wollen wir auch wachsen und Regionalzweige überall sehen und Konferenzen. Genau. Und dann Dankeschön, alle Fragen dahin und dann die Fragen jetzt hierher, die hierher gehören. Achso, er hat schon noch eine Frage. Schöner Vortrag. Gibt es die Links auch alle bei euch auf der Website? Ja. Wunderbar. Genau. Sehr vorbildlich. Ja, die Links, danke schön. Genau, die Links gibt es alle auf der Webseite. Nur also Navigation rechts oben sind so die ganzen Kommunikationslinks und also die Links sind rechts. Und ja, sucht, also die, man findet sich da zurecht. Es ist ein bisschen Gebüsch, aber das ist ja auch schön, wenn man Sachen findet, die man gar nicht dachte, dass die da sind. Und gibt es hier in der Runde noch Fragen zur Konferenz oder zum Aktivwerden? Alright. Dann danke euch allen. Dankeschön. Bevor wir zur allerletzten Folie kommen, gibt es noch einen letzten Input von E-Punk oder auch Sebastian Mark aus der Digias. Ja, nur kurz, ganz kurz einen Rückblick. Letzten Monat hatten wir die Chat-Kontrolle vorgestellt und was es bedeuten kann und dass wir das verhindern wollten. Wie es aussieht, kommt der erste Gesetzentwurf tatsächlich nächste Woche Mittwoch raus. Deswegen, wenn ihr was dagegen tun wollt, kommt am 11. Mai um 2 Uhr an den Pariser Platz. Da gibt es eine, Demo ist vielleicht übertrieben, aber da wollen wir zumindest mal die Kampagne richtig vorstellen und noch ein paar Worte dazu sagen, warum wir das definitiv nicht haben wollen. Damit übergebe ich wieder zurück an Paula und bedanke mich für den großartigen Zuspruch heute Abend. Der Laden war schon lange nicht mehr so voll. Und wir freuen uns auf ein Mater am Ufer. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank fürs Erscheinen. Das war wirklich sehr, sehr spannender Input heute. Den nächsten Netzpolitischen Abend mit noch viel mehr spannendem Input gibt es dann am 7. Juni, am ersten Dienstag des Monats. Und ich hoffe, man sieht sich wieder da. Schönen Abend euch.